Dann handeln wir jetzt so ein bisschen. Ich habe die Aufnahme schon mal gestartet. Wenn man mal gucken kann. Vielleicht zeige ich davon was. Mal gucken. Ja, wie wir auf voller Länge abkacken. Genau. Ja, aber nur in der ersten Runde. Und danach gewinnen wir halt. Wenn wir auf voller Länge alle abziehen. Ja. So, ich habe jetzt hinten auch mal die Aufnahme bei mir gestartet. Mal gucken. Interessant. Jonas, nimmst du auch zufällig auf? Ah, ich probier's mal aus. So glaube ich euch das nicht. Was glaubst du nicht? Dass wir gewinnen? Ja, richtig. Ja, komm. Ja, wenn du, das ist halt anders als in deinem Leben. Ja, wir gewinnen, du verlierst. Tag 1, Jagd. Heute ist ein schöner Tag zum Jagen. Wie so ein blödes Haar in der Tastatur, das stört mich gerade. Was hast du? Da war so ein Haar auf meiner Tastatur. So. Ich hatte... weg. Rating for players to low art. Low art! Jetzt 9 Frames gerade gehabt. Ah, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe die Frame-Anzeige vom Steam noch drin. Moment. Also ich spiele dann Medic und spiele den Lazarus. Was nimmst du, Nico? Moment. Ja, ich habe nur die Steam-Anzeige schnell rausgemacht, die Frame-Anzeige. Ich nehme der Assaulte. Warum stehe ich jetzt ganz am Ende? Wie behindert ist das denn? Soll ich den Trapper oder den Support nehmen? Was sind denn meine Aufgaben? Nehme ich den Hyde? Ihr schafft das schon. Nee, ich mag meinen Marakov. Marakov ist geiler als Hyde, finde ich. Den will ich. Marakov. Ich nehme den Hanky-Hanky-Man. So, was nehmen wir denn? Nachladegeschwindigkeit, Jetpack? Nee, ich nehme 7% weniger Schaden. Ich hab das genommen, was ich gerade bekommen habe, nämlich dass ich meine Fähigkeiten schneller rechargen. Das ist cool. Aber das ist, glaube ich, auch nur für mich besonders gut. Also, das ist zumindest für mich besonders gut. Weißt du, ich gehe einfach mal auf Schadensaufteilen. So, ich bin ja Assault, ich muss Schaden austeilen. Okay. Boah, Alter, Finder. Mammutvögel. Vögeln aus Natur nicht. Jetzt noch so eine kleine Frage vorab geklärt. Wenn die Aufnahme von euch klappt, haut ihr das heute auch raus? Keine Ahnung. Naja, das würde ich dann so ankündigen. Dann hätten wir mehrere Perspektiven, das ist die Frage. Oder ihr probiert es und wir machen das dann nächste Woche. Ja, wir probieren jetzt mal, ob überhaupt die Aufnahme klappt. Okay, dann machen wir das nächste Woche. Kündigt da nichts ankündigen oder irgendwas. Ja, genau. Also Testaufnahme im Hintergrund. Ja, weil ich meine, du kannst das ja, wenn man das dann macht, dann kannst du es ja einfach auch im Video verlinken. Die Perspektive von dem und dem. Ja, klar, aber das Verlinken ist. Ach nee, hoch, das ist Arbeit. Machst einen Link in die Videobeschreibung oder so. Oder so. Und damit herzlich willkommen zu Evolve. Wir sind mitten in der ersten Mission, wir haben sie gerade gestartet, der Evakuierung. Zusammen hier mit unserem geliebten Kauzi und der sexy Schakeline. Hatschi. Und natürlich mir, okay. So, ich hab mir gedacht, ich spiel mal einen kleinen Assault. Da ist ein Dach. Geiles Blitzgewehr. Was spielst du, Jonas? Nochmal? Lazarus. Lazarus. Medic, ne, ist das? Ja, ja, genau. Können diese Vögel nicht töten? Hier ist es schon. Hier ist das Monster. Ah, da ist er. Dann darüber. So, wo ist er denn? Weg. Das ist geil, wenn wir das so früh gefunden haben. Da hinten. Markier's mal. Ja, es geht gerade nicht. Der ist hier irgendwo. Hä? Wo ist der hin? Der kann fliegen, ne? Also, dass du so ein bisschen auch nicht nur am Boden guckst.
Ja, yeah, der war gerade vor der Wand und auf einmal war er weg. Aber ich habe hier ja noch Fußspuren, deswegen kann ich den. Alter! Oh, ich hab Steam erfolgt. Was ist irgendwie schon wieder in 200 Meter Entfernung, das Teil? Bei mir sind 50. Ihr seid so langsam einfach. Nutzt mal euer Jetpack. Alter, diese ganzen Tiere auf diesem Planeten. Boah. Ist nicht gerade ein Streichelzoo hier. Nee. Doch, ist ein Streichelzoo. Aber halt. Für Goliaths. Goliaths heißt das ja, ne? Und für Kraken und sowas ist ein Streichelzoo. Ja. Alter! Da hinten. Nee. Kill mal alles hier auf dem Weg. Gibt's ein bisschen ein paar Erfahrungen und das Monster hat nicht mehr so viel Futter. Alter, wie schnell ist das denn? Ja, was heißt Futter? Das kann das ja trotzdem essen. Das muss es dann nur nicht mehr töten. Echt? Ja. Aber irgendwann heißt es in der, im Tutorial, dass man die, wenn man die ausrottet, das Monster die nicht mehr essen kann. Ich bin in der Pflanze drin. Dann, hier war übrigens das Monster. Da ist das Kraken. Gas ist drin. Da. Alter, was ist das denn? Scheiß. Ist Daisy okay? Oh geil, hab ich recht. Wo ist das Monster da? Wo ist er hin? Ja, der ist hier die ganze Zeit am rumchillen. Da rum. Ah. Ja, ich hab voll viele Punkte gesetzt. Wo ist das Vieh? Seh's grad nicht. Über dir. Ah, geht drauf! Boah, ist der echt schnell, ey. Das Teil ist sau schnell. Oh, jetzt komme ich nicht mehr hinterher, ey. Shit. Da hinten war's. Gerade gesehen. Ja, warte mal, ich kann euch wieder heilen, ne? Warten wir mal kurz auf Jonas, wir müssen ein bisschen zusammentreiben. So, das. Hä? Irgendwas ist hier gerade explodiert. Achso, das warst du. Da gerade so, als wäre so ein Giftpilz hier explodiert oder so. Ja. Und der Giftpilz hat dich geheilt. Ich hab den Mausbug jetzt. Geil. Na, hab ich auch schon. Zwei, dreimal gehabt. Geil, was die immer so labern, ne? Das ist ganz lustig, ja. Monster! Ah, ich bin nicht schnell genug. Es dauert so ewig, David. Alter, nein! Hier ist so ein scheiß Kolben. Wie, wo kommt das denn her? Hilfe! Hier unten! Au! Au! Ah, Nico, kein Stress. Ich hab dich, falls du tot bist, gleich. Wo ist denn das Vieh? Ja, genau, das erledige ich jetzt, diese scheiß Kröte. Wenn ich dich nicht mit dem Schild recken würde, naja. Ja, danke, Alter. Alter, Finne, ey. Wo ist eigentlich das Monster? Ich hab keine Ahnung, das muss hier irgendwo im Dom sein. Da bei mir oben, bei Maggie, und es kommt hier unten zu euch. Muss dann da weg. ASAP. Das
fliegt auf die andere Seite. Ah, gerade wieder was Neues rausgefunden. Ich weiß, wenn du Sprinten aktiviert hast, es gibt ein optisches Feedback dafür. Nicht, dass der läuft, sondern an deinem Fadenkreuz. Da in die Richtung ist er. Du hast nämlich dann diese vier in die diagonalen Himmelsrichtungen, das sind die vier Linien, wenn es nicht aktiviert ist. Auch im Flug und so. Nico, bleib mal gerade hier, ich kann dich nochmal heilen. Mal da hochgehen. Feel better? Of course you do. Ah, da ist er. Da hinten. Irgendwas hat er gerade gefällt. Hat es sich schon evolved eigentlich? Nein. Nein, immer noch erste Stufe. Dann machen wir eigentlich einen ganz guten Job, ne? Also. Ich glaube, das könnte sich dann gleich ändern, sobald er sich evolved. Ja, ja, aber dann ist, also wir haben ihm doch schon einiges an Leben abgezogen und das Leben bekommt es nicht wieder. Ja, das ist der Vorteil. Ja, aber ja. Aber es ja. Wird noch ganz hart werden. Ganz hart. Ja, ich glaube Mission 5 oder 6. Ja, mal abwarten, ne? Ja. Wo ist er jetzt hin? Hier, hinter mir her. Irgendwo da hinten hin. Ah ne, doch nicht da lang. Krass, warum beschützt du den jetzt gerade mit dem Schild? Oh, aus Spaß. Achso. Ich dachte, das würde irgendwas machen. Die Ableistung des Schildgenerators nimmt eine Stab. Da ist es. Geh mal hier um die Ecke. Warte. Ah, da ist es. Da ist er. So. Aber ist ganz gut, der steht halt voll unter Stress und hat keine Zeit, sich zu mutieren. Ja. Und wenn er das macht, dann kriegen wir ihn wahrscheinlich noch dabei. Also sollte der das jetzt... Ich glaube, der könnte es schon, aber der macht es jetzt noch nicht. Keine Ahnung. Ja, yeah. Wo ist es? Da vorne ist er. Wo ist er denn? Alter. Kannst du in die Arena? Ah, oh, schade. Nee, der ist schon wieder weg. Nö. Wer ist da hinten? Da. Wer macht jemand von uns die Arena? Nee, jetzt macht der Computer, ne? Oh shit, könnt ihr mich befreien? Oh, danke. Hä, wo ist es? Achso. Aber jetzt haben wir es so ein bisschen verloren, die Scheiße. Nee, es ist bei mir. Ah, sehr gut. We are the kill team. Wir sind das Kill-Team. Ja, das hat er bei mir auch gerade gesagt. Da hinter dir, Kautz. Du hast es voll verloren. Er ist nicht mal annähernd bei dir. Da unten. Da. Hat voll viele Punkte von mir bekommen. Was ist denn da für ein Vorteil? Keine Ahnung. Wie von Vorteil? Oh, das ist ein guter. Hört die Bewegungsgeschwindigkeit um. Oh, das ist super. Kann sein, dass dieses Vieh immer in derselben Richtung rumläuft. Ja, das dreht schon so seine Runden, ne? Ja. Ich versuch mal ein bisschen mit Minen auszulegen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Aber der Vorteil ist natürlich nice. Bewegungsgeschwindigkeit plus 35%.
Gut, ist auch Computergegner, wahrscheinlich hat das seinen eigenen Weg halt die ganze Zeit. Und zerstört. Da vorne. It is here. Fire! You have grown, but not enough. Come on! Drop straight, stand by. Da oben. Komm her! Oh, Alter. Teilweise musst du hier echt konzentrieren. Wieso bleibt es denn immer da oben, du blödes Vieh? Der hat so viele Weak Points jetzt gerade. Das ist krass. Komm, hier hoch. So, jetzt gibt's Damage. Oh. Hier unten. Ich komm, gleich haben wir's. Ist hier oben. Das gibt's nicht. Was ist? Im letzten Moment ist er gekommen. Nee, es ist direkt hier. Aber direkt drauf schießen. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben hat es denn noch. Jonas, heil dich mal. Lauf mal ihm entgegen. Bei mir! Da. Da ist es. Schon viel. Da hinten. Das hat schon wieder Panzerung angefressen. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Da. Aber es hat echt nicht viel. Nee, viel Leben hat es nicht mehr. Zeit für die Arena. Jojo. Einfangen, dann haben wir es. Wo ist es denn jetzt? Hier, irgendwo hinten hin. Da sind die Fußabdrücke. Irgendwo da. Dankeschön. Voll weit weg. Haben noch 4 Minuten Zeit. Voll weit weg hinter Nico auf jeden Fall. Ja, wo ist das Vieh? Haben wir 4 Minuten? Ne, das Monster hat nur 4 Minuten, oder? Ich weiß nicht, welcher Modi Round ist. Roundtime steht, ne? Bei mir noch 4:15. Warte, das ist hier irgendwo. Da. Da. Ja, ist drin, haben oder? Ja, haben wir. Sauber. Da, jetzt geht's auf die Omme. Hab dich. Danke. Ah. Wo ist es? Das kriegen wir locker. Richtig. Boah, das gibt's doch nicht. Warte, Nico, bleib hier. Wo ist der hin? Couch, lauf weiter. Ah, fuck it. Tür ist gerade.
Nee, bei uns. Links wahrscheinlich, kommt's gleich wieder hoch. Hier direkt vor uns, hier ist es. Bei Daisy. Gut. Ja, ich seh's. So, guckt euch das an. Oh. Yeah. Geil. Episch. Und eigentlich auch ziemlich überzeugend gewonnen, oder? Also ja, also komm, der hat ja keine Chance gehabt. Nee, hatte er echt nicht. Saubere Sache. Was hat eigentlich für den Schwierigkeitsmodus eingestellt, Kaut? Standard. Ah ja, okay. Also. Ausgeglichen. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge, ne? Und ja, ich glaube, wir kriegen jetzt in der nächsten Runde Unterstützung.